Schönen guten Abend bei der Hobbyschrauber. Heute mal was ganz anderes. Und zwar möchte ich mir einen Zapfwoofer aufbauen. Ich habe mir vor kurzem über eBay einen Zapfwoofer ersteigert vom Miwok und möchte ihn aufbauen. Er ist äußerlich nicht mehr gerade sehr schön, aber dafür bin ich ja jetzt da, um ihn wieder aufzurüsten. Vor allem, ich zeige euch bei dem Aufbau und dem Umbau, wie sich das gestaltet, weil es wurde einiges vermorkst und nicht so schön verarbeitet. So, das ist der Zapfwoofer an sich. Hat schon ganz schön gelitten, hat schon einige Jährchen wohl hinter sich. Ich drehe den mal auf den Kopf hier. Ich habe hier schon mal reingeguckt, zumindest einen Blick reingeworfen. Und müsste einiges austauschen, zumindest. Also das Hinterteil werde ich auf jeden Fall verlöten, keine Stecker dran machen, weil mit dem Löten ist ja doch mehr Verbund da als mit Stecker. So, das möchte ich auswechseln im Gegensatz zu den alten. Das alte zeige ich euch auch gleich nochmal. Ich habe, wie gesagt, schon mal angefangen leicht, das vorzulösen. Und das alte, das ist so vermorkt, weil das ein einziges Teil war mit der ganzen Steuerung für den Zapfwoofer plus Satellitenlautsprecher und Centerbox. So, das habe ich jetzt schon mal, wie gesagt, auseinandergenommen. Jetzt kann ich euch auch mal zeigen. Werkzeug ist parat. Erstmal die restlichen zwei Kabel ab. So, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie damit umgegangen wurde. Das sollte jetzt noch für den Zapfwoofer sein. Und also die Weiche für den Zapfwoofer. So, hier wurde zugemacht wegen dem Druckausgleich, dass es da nicht rauspfeift. So, aber so sieht das ganze Teil aus. Und da ich jetzt mir den ja neu aufbauen möchte, habe ich ja, wie gesagt, wenigstens einen Blick da reingeworfen. Alles andere ist noch unberührt. So, legen wir das mal zur Seite. Ich zeige euch mal das Neue. Also die neue Weiche, die wird im Brenne dann angebracht, wird dann festgeschraubt oder verschraubt, so dass man das neue Teil dann schön sauber reinschrauben kann. Und das dann auch funktioniert, wie es sein soll. Ne? Ja, das würde ich euch gerne mal zeigen. Wie gesagt, hinten der Deckel mit seinen Klemmen. Was ich eventuell noch machen werde, ist LED-Beleuchtung gleich mit reinzubringen, dass die Box so ein bisschen beleuchtet ist, angeleuchtet oder von innen beleuchtet, nach außen raus. Das habe ich schon mal gemacht bei auch einem Zapfwoofer, den ich mir aufgebaut habe. Und das sah ganz gut aus mit diesem Lichteffekt da drin. Dazu kommen wir aber später, weil jetzt ist erstmal die Hauptsache, den Zapfwoofer in Gang bringen. Weiter geht's. Endstufe. Nein, nicht Endstufe. Weiche. Also eine Weiche, die ich mir natürlich auch nachbestellt habe. Die hat zwischen 100 bis 150 Watt, kostet ungefähr um die 15 Euro. Das ist aber auch wirklich nur für den reinen Bassbetrieb. Die muss innen drinne verbaut werden, die werde ich dann also von innen verschrauben und dann verklemmen. Und ja, dann mal gucken, was die Weiche letztendlich so rausholen kann. Ja, und dafür müssen wir das Ding hier natürlich auseinandernehmen. Die Äußerlichkeiten, wie gesagt, die werde ich auch noch einigermaßen aufhübschen, weil so ramponiert möchte ich mir eigentlich sowas nicht ins Wohnzimmer stellen. Egal, wo man es hinstellen würde, auf jeden Fall soll es auch ordentlich aussehen. Ich kann euch später mal einen Vergleich zeigen, einen Zapfwoofer, den ich aufgebaut habe. Ist noch gar nicht so lange her, aber dazu kommen wir dann später mal. Jetzt auf jeden Fall werde ich erstmal diese Weiche hier, die wird natürlich gleich entsorgt. Ich mache Platz für die nächste Weiche. Ja, wir würden dann anfangen und würden hier den Bass erstmal rausnehmen. Ne, der Bass, der muss erstmal raus, dass ich auch ein bisschen Freiheit habe, ein bisschen Platz. Und
Ich habe schon auch natürlich alles vorbereitet. Ist klar, man läuft nicht erstmal los und holt und sucht. Ich habe schon mal alles vorbereitet und würde dann jetzt mal anfangen. Ich löse jetzt erstmal die ganzen Schrauben, die hier drin sind. Ich weiß auch nicht, wie es da drin aussieht, ob da noch jemand rumhantiert hat oder nicht. Das werden wir spätestens dann sehen, wenn es soweit ist. Also die Schrauben sind auf jeden Fall, haben eine sehr gute Länge. Das muss man schon sagen. Also gut verschraubt ist er. Aber es nützt ja nichts, wie gesagt, die Weiche muss da rein. Dann diese LED-Streifen, die ich noch setzen möchte, kommen auch noch dazu. Aber es dauert eben alles seine Zeit. Und klar, es frisst natürlich Zeit und Arbeit. Aber da ich sowas gerne mache, nicht nur ein Roller, Schraube oder Fahrrad, wie auch immer, ist das mal eine Abwechslung. Mal was ganz anderes im Gegensatz zum Roller. Ich habe ja auch schon alles aufgestellt, Lötkolben, alles steht schon, alles parat, Kabel ist da, Zangen sind da oder Zange, dass man dann auch dementsprechend damit arbeiten kann. So, dann nehmen wir jetzt mal den Zapfen raus, ich hoffe ohne Probleme. Macht er Probleme, haben wir noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht klappt das? Nein, klappt natürlich nicht. Der Vorführeffekt. Entweder ist der eine klebt noch. Ich hole mal ein bisschen Werkzeug nach. Den kriegen wir schon raus, mit Sicherheit. So, Schraubendreher sind am Start. Nichts weiter verändert. Ich gehe jetzt einfach da mit ihm rein und gucke, ob ich den hier irgendwie greifen kann. Unterlegscheiben sind natürlich hier auch noch drin. Ich sehe auch gerade noch eine Schraube. Naja, dann ziehen wir die auch nochmal schnell raus. So. Hat auch nicht jeder Zapfhufer Unterlegscheiben drunter. Und bevor die jetzt wegfallen, würde ich die ganz gerne nochmal hier rausnehmen. Weil da habe ich jetzt keine Lust, dass mir das alles sonst wohin fällt. Ich hier noch auf dem Knie rumlaufe. So, einen noch, dann haben wir es, haben wir die Scheiben auch raus. So, dann versuchen wir einfach mal irgendwo ein bisschen zu greifen. Jawohl. Und das war's schon. Ging leichter als gedacht. So. Also ich würde mal sagen mit Spinnenweben. Aber richtig Spinnenweben. Aber der Bass ist selbst noch in Ordnung, zumindest äußerlich. Wie gesagt, ich konnte es noch nicht testen. Ich würde sagen, ich hole meinen Staubsauger und werde kurz noch ein bisschen saugen. So, ausgesaugt. Keine Spinnenweben mehr drin. Alles raus. So, jetzt habe ich mir den Lautsprecher nochmal angeguckt und wie ihr sehen könnt, wird er doppelt gesteuert. Einmal, zweimal. Normal hat ein Subwoofer nur einen Anschluss hauptsächlich, aber der wird zweimal gesteuert. Das heißt, die Kabel hier können ab. Einmal plus, einmal minus. Ist natürlich keine Anzeichnung, doch eine Anzeichnung ist dran. So, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Jetzt haben wir die beiden schon mal ab. So, jetzt würde ich damit beginnen, dass ich mir neue Kabel dran löte. Auch gleich auf die Länge, wo ich dann die Weiche setze. Und dann natürlich von der Weiche zu den Klemmen, wo es angeklemmt wird. Ja, dann würde ich sagen, das große Teil nehme ich mal runter, den kleinen legen wir uns zurecht, schmeißen den Lötkolben an, machen uns Kabel zurecht
und sehen zu, dass wir das Ganze dann mal beginnen. So, zunächst mal brauchen wir jetzt zwei solche Kabel. Eins habe ich schon mal gemessen und vorbereitet. Ich werde jetzt das zweite nehmen, anhalten, langziehen, dass es auch die gleiche Länge hat, dass das auch ordentlich aussieht. Weil wenn man da mal reingucken sollte, dass man sieht, okay, da wurde sauber gearbeitet. So, Kabel haben wir. Dann heißt es, jetzt erstmal Cuttermesser, ganz vorsichtig sein. Dann heißt es jetzt erstmal, dass ich hier trenne. Ein bisschen aufziehe, dass ich auch genug Spiel habe zum Ziehen. Hier unten weniger. So, nächste Kabel. Einschneiden, kurz und einmal lang ziehen, dass ich, wie gesagt, ne, ich kann ja immer noch nachziehen, falls es nicht reicht. So, dann als nächstes, weil ich ja das alles verlöte, ziehen wir hiermit erstmal die Isolierung ab. Nach Möglichkeit so einigermaßen gleich. Wenn es nicht hundertprozentig ist, ist auch nicht ganz so schlimm, aber ich bin eigentlich so der Typ, der relativ ordentlich arbeitet. So, meine Mechanik streikt ein bisschen. Ja, also die Zange ist nicht ganz so schön. Aber es gibt hier immer noch ein Cuttermesser. Nur ist eben Vorsicht mitgeboten, weil ganz schnell sitzt die Klinge im Daumen. Das habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Da habe ich mir den Daumen so weit eingeschnitten, dass ich letztendlich dann ins Krankenhaus musste zum Nähen. So, dann verwickeln wir das Ganze. Umso leichter lässt sich das auch löten. So, ich habe jetzt auch ein Rot, ein Schwarz, so dass ich sagen kann, okay, ich weiß, welches Kabel wo rankommt und welches Kabel auch wohin gehört, ne? Letztendlich. Ne? So, das haben wir einmal. Dann machen wir auch, wenn wir schon dabei sind, gleich Nummer 2. Das ist dann ein Abwasch. Und hier auch gleich verrödeln wir das Ganze hier gleich. So, nächste Seite. Wie gesagt, ich löte lieber, als ich das stecke. Klar, mit Stecken kommt man schneller ran, kann auch schneller auseinanderfummeln, aber löten ist doch direkt da. Vor allem, es ist direkt dran und nicht noch über den zweiten oder dritten. Ne? So, da wir das jetzt haben, dürften wir auch schon mal löten. Dafür habe ich natürlich auch wieder was vorbereitet, dass ich hier mein Kabel mithalten kann und dann auch gleichzeitig verlöten kann. So, Lötkolben läuft. Ist an. Lötzinn haben wir hier. Ich hole euch mal ein bisschen näher hier ran. So. Nehmen wir jetzt den Lötkolben, halten, erstmal gucken wir mal, wie heiß er ist. Er ist heiß genug. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal das vorlöten. So, eine Seite. Jetzt die nächste Seite. Wieder Lötkolben. So. Na, so schnell ist ein Kabel schon mal vorbereitet. Dann nehmen wir gleich das zweite.
geht ja doch recht schnell. So, wenn wir das dann haben, ist das zweite auch erledigt. Jetzt können wir uns an den Subwoofer selbst machen. So, wie ihr sehen könnt, waren ja hier Steckschuhe drauf. Das verlöten wir jetzt aber. Dazu tue ich jetzt erstmal hier Lötzinn hin, dass wir dann auch den Halt haben nachher. Ein bisschen dürfte noch drauf. Möchte man nicht ganz so. Jetzt kriegt er Kontakt. Ja, so ein bisschen dürfte immer noch. So. Eine Seite. Jetzt die nächste Seite. Also der Magnet ist sehr stark, der zieht mich hier, versucht meinen Lötkolben hier ranzuziehen. So, nächste Seite, naja, nicht ganz perfekt. Jawohl, das sieht schon besser aus. Aber das nimmt so viel Lötzinn hier auf. Ist natürlich feines Lötzinn, aber für solche Sachen ist das ideal eigentlich. So, Kabel Nummer 1. Nehme ich die kurze Seite, weil hier habe ich ja kaum einen Weg, den ich hier haben oder brauche. So, dann ziehen wir jetzt mal Plus an Plus. Ich glaube, ihr könnt das schlecht sehen. Ich hole euch mal hier so ein bisschen rum. So. Und ja, ich bin Linkshänder, das ist das Problem. Und das nächste Masse, also Minus. Das wollte nicht. Ja, noch mal ein bisschen nachlöten. Ich denke mal, jetzt wird's. Das war ein bisschen sehr heiß wahrscheinlich. Doch. So, Nummer 2. Ja, da habe ich natürlich eine Seite vergessen vorzulöten. Aber das kriegen wir ganz schnell in den Griff, indem wir das schnell nachlöten hier. Ist ja auch Hobby. Ist ja Spaß an der Freude. Ne? So, das haben wir. Jetzt könnte es eigentlich hier weitergehen mit. So, dann nehmen wir das nächste. Und auch wirklich gut verlöten, dass das auch den richtigen Kontakt bekommt. Weil sonst könnte es sein, dass sich das irgendwann mal löst und dann
habt ihr wieder ein Problem, dann müsst ihr wieder alles auseinanderschrauben. Ich schraube lieber nur einmal statt zweimal. So, das ist vorbereitet. Ich denke mal, das kann man jetzt sehen. Zweimal dran. So, jetzt gehe ich zweimal auf Plus und zweimal auf Minus mit. Also erst. Ich könnte das jetzt auch verbinden gleich, indem ich das ein bisschen zusammenzwirbel. So. Das schieben wir mal ein bisschen. Dann nehmen wir jetzt die Klemme. Tun das hier gleich zusammen. Hier rein. Dazu nehmen wir natürlich auch gleich wieder Lötzinn. Und verlöten das gleich. Dann haben wir nämlich nachher, dann kann es sich nicht mehr so schön auseinanderziehen. So. Einmal. Ja. Wir dürften eigentlich noch ein bisschen was dran machen. Wie gesagt, ich möchte ja nicht noch mal dran, ich möchte das ja dann schon, dass es so ist, wie es sein soll, ne? So, jetzt wirbel ich das hier auch noch mal ein bisschen zusammen. Es könnte auch sein, dass ich nachher ein bisschen was abschneide, wenn es zu lang ist, aber das werden wir jetzt sicher dann gleich zeigen. So, nochmal Lötkolben. So, gucken wir uns nochmal die andere Seite an. Ja, das sieht recht gut aus. So, Plus, Minus. So, der Zapfen war jetzt fertig. Ich komme euch mal entgegen damit. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass ich das hier soweit verlötet habe. Einmal, zweimal. So, den lege ich kurz zur Seite, hole mir das Gehäuse hoch und dann setzen wir ihn mal wieder ein. Das Gehäuse haben wir gleich hier. Ja, einsetzen natürlich noch nicht, aber wir müssen ja auch noch die Weiche reinbringen. Jetzt muss ich mir natürlich erstmal einen Platz dafür suchen, wo ich die Weiche reinsetze, weil die soll ja schon so nah wie möglich sitzen und auch nicht rasseln oder vibrieren. Ja. Dazu habe ich was ganz Einfaches gemacht, und zwar habe ich mir kurze Schrauben geholt, Unterlegscheibe. Einmal strecken und die Weiche. Jetzt ist es ja so, ich sehe gerade, die Weiche ist hier gar nicht, noch nicht richtig zusammengeschraubt. Das sollte man vielleicht machen. Da, die haben sie nicht weit genug zusammengezogen, sehe ich gerade. Habe ich natürlich nicht das passende Werkzeug da. Dann werde ich das mal kurz besorgen und dann geht's weiter. So, ich war nun ein bisschen voreilig. Und das heißt, ich muss ja noch die Weiche vorbereiten. Die Weiche bereite ich jetzt auch noch vor. Und zwar muss ich da ja nochmal separates Kabel anbringen für das Steckteil. In dem Moment muss ich das ja noch ein bisschen verlängern alles und war da eben ein bisschen sehr schnell mit. Wollte jetzt schon den Zapfen vereinbauen und mit der Weiche verbinden, aber da ist ja die Möglichkeit gerade noch gar nicht gegeben mit. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mir nochmal Kabel zurecht machen, wo ich die Weiche jetzt mit verbinde. Und da brauche ich aber nicht ganz so viel Kabel, also auch nicht eine große Länge. Ich denke mal so 30 cm müssten reichen,
weil die Weiche ist nicht allzu weit entfernt und wie gesagt, so wenig wie möglich Kabel, dass es eben auch nicht flattert. So, ich stelle euch mal ein bisschen runter wieder, dass ihr das auch einigermaßen sehen könnt. So, nehme hier was für meinen Kabelstrang nochmal, ziehe mir wieder zwei gleiche Längen, dass ich dann die Anschlussklemme anbringen kann. Und dass wir da auch Strom hinkriegen. So, ich mache das Ganze wieder mit Cuttermesser. Wie gesagt, man soll es nicht unbedingt so machen, aber ich mache es, weil das geht mir schneller als jetzt mit dem Abzieher zu arbeiten. Das ist ein ganz schneller Griff bei mir meist. So, einmal eine Seite ist fertig. Wieder zusammenbringen das Ganze hier. Und dann machen wir gleich die nächste Seite mit. Brauchen wir nicht ganz so weit auseinanderziehen. Fehlt uns was. Ziehen wir es ein bisschen nach. Ne? Ziehen wir es noch ein bisschen auseinander. Ja, die Weiche, wie gesagt, die ist für bis zu 150 Watt geeignet, was der Subwoofer auch hat, dass das auch so einigermaßen angepasst ist. Weil sonst hat man das Problem nachher, wenn die Weiche zu groß ist oder so, dann wird er nicht sauber angesteuert. Und ich möchte das Ganze ja doch schon ein bisschen sauber angesteuert haben. Ich ziehe euch mal ein bisschen mehr ran, dass ihr auch seht, was ich überhaupt mache. Weil es soll ja sein, falls der eine oder andere sich auch mal sowas zusammenbaut, sich das so ein bisschen abgucken kann. Ne? Nicht jeder kennt sich damit aus. Und so ist das doch immer schön, wenn man über YouTube da mal reinschauen kann. Also ich bin sehr oft da drinne und gucke mir das eine oder andere mal auch, was ich noch nicht so gemacht habe, ab. Und es ist lehrreich, ne? Also man kann da wirklich auch lernen. So, jetzt löte ich die Kabel wie gehabt, wie vorhin auch, wieder aneinander. Also nicht aneinander, sondern verlöte sie einfach nur, dass ich nachher das, ne, wieder leichte Spiel habe. Umso besser und umso leichter ist es dann für mich nachher. So, einmal haben wir. Nummer 2 haben wir auch. Einmal drehen das Ganze. Hier war ich noch nicht ganz so weit, da war ich wieder zu schnell. Naja, jetzt war ich wieder ein bisschen voreilig, weil ich brauche ja im Grunde nur eins davon. Aber ich habe ja noch ein Projekt. Dann kann ich auch gleich das zweite dafür fertig machen. Das ist ein Abwasch jetzt. Weil es so schön ist, gleich nochmal. Mit den zwei Kabeln, das hat mich gerade irgendwie irritiert. Ich dachte, warum machst du jetzt zwei Kabel? Eins würde doch reichen. Aber naja. Es ist eben live. Zweite Kabel ist auch fertig. Können wir allerdings erst mal zur Seite legen. Wie gesagt, für das andere Projekt, was ich noch habe, dann würde ich sagen, ich tausche das gleich aus. So, ein fertiges Kabel. Jetzt kommt die Weiche zum Einsatz. Und zwar an der Weiche müssen wir natürlich auch noch löten. Das ist einmal in. Das kann man eigentlich ganz gut sehen. Ich komme da mal ein bisschen näher. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Da steht einmal in und einmal sub. Und ich gehe jetzt an das in. So, dann breiten wir das auch mal vor.
das wäre nicht ganz so, wie ich das gern hätte. Du kannst es vielleicht mal ein bisschen aufrichten. Dann habe ich es vielleicht auch ein bisschen einfacher mit Würzen anbringen. Klar, es sind neue Sachen, da geht das meist nicht gleich. Da muss man erstmal sehen, jetzt muss auch erstmal seine Temperatur kriegen. So, so sieht es doch schon gut aus. So, plus, minus. Plus ist auch angezeichnet, plus ist außen, also ganz links außen. Da gehen wir jetzt auch mit unserem Kabel drauf. Einmal. So, mal gucken, dass wir nochmal zwei auch so schick hinkriegen. Jetzt nehme ich mal ein bisschen Blödsinn nochmal auf. Ist doch dann einfacher. So. Nummer zwei. Warum, wenn es sich auch ein bisschen umständlich geht, das Ganze. So. Nummer 2 setzt. So, nun haben wir unsere Sachen verlötet. Das ist schon mal fertig. Das ist jetzt der Eingang. Und der Ausgang, der kommt ja dann noch direkt am Zapfwoofer dran. Da versuche ich das jetzt so nochmal, dass wir so Lötzinn dran kriegen. Weil nachher wird es schwierig, wenn ich dann den Zapfwoofer da dran habe und das Ganze schon drinnen befestigt ist. Das ist dann nicht so einfach. Jawohl, das sieht doch gut aus. Hier bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Da geben wir noch mal was nach. Ja. Dürfte aber immer noch ein bisschen mehr sein. Ich glaube, die will das hier nicht ganz so. Nochmal dasselbe Spiel. Jawohl. Passt. Okay. Weiche ist fertig. Dann kommen wir jetzt erstmal zum Einsatz der Weiche. So, den Punkt für die Weiche habe ich mir gesucht. Ich setze jetzt die Weiche an und verschraube sie hier drin auch gleich. Dann brauche ich dann später, also später brauche ich dann nicht mehr dran, sagen wir mal so. So, das wird jetzt natürlich wieder heikel. Hoffen, dass es so klappt, wie ich mir das denke. Nicht zu fest, weil die Platine könnte ganz schnell platzen oder eine Ecke wegreißen, zumindest wie auch immer. Deshalb immer ganz vorsichtig, gerade mit dem Akkuschrauber, wirklich mit Gefühl. Kein Treffer. Ah, jetzt. Ich hatte die Löcher schon mal vorgebohrt oder vorgeschraubt, dass ich da leichter das Spiel habe, dass ich da einfacher rankomme. Weil, ist klar, der Film, der würde unendlich sonst werden, wenn man da nicht mal zwischendurch ein bisschen Vorarbeit leistet. Und können ja nicht ein halbes Leben nur mit diesem Umbau hier gebrauchen. Ne? Gibt ja noch andere Sachen, die man vorhat. So,
Speichel sitzt gleich. Aber den Rest ziehe ich lieber mit der Hand nach. Dann nehme ich lieber einen Kreuzschlitz. Da merkt man ja doch eher den Druckpunkt als mit dem Akkuschrauber. Und wie gesagt, die Weichen, die können so schnell reißen, dass man da wirklich sehr vorsichtig sein soll mit. Ein bisschen zu fest und schon knackt es. Also in meinem Fall habe ich bis jetzt Glück. Es läuft. So, wenn wir jetzt die Weiche drin haben, hier ist das Kabel, was natürlich dann zum Verteiler hinkommt, also zu den Klemmen. Und jetzt kommt natürlich noch mal was, was so ein bisschen umständlich werden kann, und zwar der Anschluss von Subwoofer, weil das muss ich halt auch da drin verlöten. Zumindest ist es für mich jetzt einfacher, sage ich mal so. So, dazu machen wir einen Lötkolben mal an. Dass auch gut wieder angeheizt ist. Ziehen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen hier rüber. Dass wir auch den Platz dafür haben. Dass wir da vernünftig reinkommen. So, das Lötsinn kommt natürlich auch nochmal dazu. Da bauen wir ein bisschen ab. Weil jetzt kommt das Heikle, der Zapfwoofer. So, und das wird natürlich sehr knapp werden, weil ich ja das Kabel nicht ganz so lang haben wollte. Muss ich jetzt natürlich sehen, wie ich den hier am besten von der Position hinbringe. Ja, so ein paar Millimeterchen länger wäre auch schön gewesen. Dass das Ganze nicht abstürzt, legen wir einfach den Akkuschrauber mal hier so mit hin. Und dann dürfte es auch ausreichend sein, dass ich mit beiden Händen da noch reinkomme. Weitermachen und schauen wir mal, dass wir jetzt fertig werden. Ist ja nicht mehr viel, das sind jetzt nur noch zwei, drei Sachen. Und dann ist das auch schon soweit überstanden. Die Möglichkeit jetzt ist noch, dass das Kabel, weil bevor es jetzt hier runterhängt oder in die Membrane reinhängt, würde ich hier gerne nochmal so eine Klemme dran machen. Sowas zum Beispiel. Die würde ich da reinschrauben, das Kabel damit wie eine Schlaufe fallen lassen. Ne, und dann kann es nicht da drin rumvibrieren groß, und es stört dann auch beim Lautsprecher selbst nicht. Ich müsste jetzt erstmal sehen, ob ich das auch so hinbekomme, weil das Kabel ist ja doch ein bisschen kürzer, aber trotzdem dennoch ein bisschen lang, dass es vielleicht in die Membran reinfällt. Ne. Ich ziehe das Ganze mal ein bisschen weiter nach vorne. Jawohl, so wäre es okay. Also muss diese Klammer jetzt hier oben übers Kabel und nach innen drinne verschraubt werden. Das würde ich dann jetzt auch mal machen. So, das Ganze nochmal zurück. Wir müssen erstmal unser Gerät hier dahin bringen, wo es hin soll. Jawohl. So, auf ein neues. Also, wie gesagt, wie so eine Schlaufe. Dann kann man das auch besser fixieren damit. Und man braucht keine Angst haben, dass es dann durch die Gegend fliegt hier drin. Ne? Jawohl, jetzt haben wir es. Und fest. Das reicht Menge aus. So, jetzt ist es so, ich kann den Lautsprecher jetzt schon einlegen. Ich lege ihn so ein, dass alles sauber überein stimmt. Und kann ihn auch verschrauben. So, jetzt haben wir hier die Schrauben von gestern. Mit den schönen Unterlegscheiben sogar. Das ist einmal.
sind ja ein paar mehr gewesen. Ich suche mir die gerade mal raus. Auch mit den ganzen Unterlegscheiben, die ich hierfür brauche. So, na, das geht doch. Und zwar die Unterlegscheiben sicher, die drücken das dann auch ein bisschen besser an, wo man dann eben auch ein bisschen mehr Druck drauf hat, wo das nicht ganz so, dass die Schraube direkt drauf sitzt eben, oder der Schraubenkopf. Machen wir die Scheiben drauf, setzen das Ganze ein und schon haben wir die Möglichkeit, dann das gleich anzuziehen. Ja, und es ist nicht mehr viel. Also es ist wirklich jetzt noch geringfügig, was ich jetzt hier noch erstmal zu tun habe. Aber wie ich schon gesagt hatte oder angedeutet hatte, ich möchte ihn ja nun auch äußerlich verändern, weil er ist ganz schön ruiniert von außen. Das sieht man so auf der Kamera selbst gar nicht. Der sieht echt fies aus. Und ja, dann ist eben die Möglichkeit, ich werde ihn überziehen, wie man Schränke zum Beispiel, ne, überziehen kann mit Festziehen. Also er lässt sich wirklich, der zieht sich auch richtig schön ran, das ist gut. Man hört es ja, ne, wie es rasselt. Zum Schluss. So, nächste. Also, das ist eine Sache. Der dürfte dann auch wieder abdichten, also dicht sein. So gut, aber erfüllt ihren Zweck. So, einmal ringsrum dicht. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil nochmal. Und zwar müssen wir das Teil hier noch anbringen, was ich euch ja schon gestern gezeigt hatte. Das muss ich jetzt allerdings auch erstmal vorlöten, so dass wir hier hinten die Kabel dran bekommen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich denke mal ja, heute ist noch ein bisschen heller. Wie gesagt, gestern war mir das zu spät. Die beiden Kabel brauche ich jetzt nur noch hier anlöten an die Klemmleiste und schon brauche ich sie nur wieder verschrauben und schon dürfte er in Einsatz sein. Das werde ich nachher erstmal ausprobieren, aber wie gesagt, letztendlich werde ich euch das dann auch nochmal zeigen, wie der Klang ist, ne, wie der Bass durchdringt oder wie er überhaupt anspricht. So, dann würde ich sagen, ich ziehe euch mal wieder hier rum. Dass ihr sehen könnt, vielleicht, wie ich hier löte nochmal. Und das Ganze mal ein bisschen tiefer. So, dann werde ich jetzt das mal verlöten. Und da kommen wir schon bald dem Ende nach. Ich habe hier schon mal alles vorbereitet. Das sind die Schrauben zum Befestigen dann. So, also ich brauche jetzt zwei Punkte. Ich brauche einmal Plus und einmal Minus. Dann nehme ich jetzt hier einseitig
Hier steht, ne, also linke Seite, rechte Seite. Und ich nehme jetzt im Grunde auf den Kopf gedreht die linke Seite. So, dann bereite ich das schon mal vor. Denn gleich annimmt, heißt es. Jawohl. Einmal. Das ist sehr feines, sehr dünnes Lötzinn. Da muss ich ein bisschen mehr von nehmen. Aber das Gute ist, man kann sehr gut damit portionieren. So, haben wir. Jetzt haben wir unten Plus. Ziehen wir uns das Ganze mal ein bisschen hier rüber. Ich muss mal ein bisschen aufs Handy gucken, weil da drüber läuft meine Kamera. Das sehe ich dann besser. So, ein bisschen kurz. Holen uns ein Hilfsmittel. Das soll ich schön dranlegen. So, und fang an. Einmal Minus. Ihr könnt es wahrscheinlich schlecht sehen, weil ich habe jetzt den Winkel auch ein bisschen anders. Weil ich bin Linkshänder. Und das ist dann immer so ein Problem. Gerade wenn man jetzt die Kamera auf der anderen Seite stehen hat. Aber ich denke mal, ihr könnt euch auch zur Not noch denken, wie das Ganze so jetzt gestaltet ist. Aber ich hole euch nochmal ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr vielleicht dadurch doch besser sehen. Ne, ich habe das jetzt hier gegengelötet. Ja, ich habe das hier gegengelötet. Das ist schön fest verbunden. So, dass ich jetzt das Teil hier drehe. Das Kabel, das, was ich jetzt hier, was der Eingang im Grunde ist, stört nicht weiter. Also drehe ich es einmal und setze es so an. Hier kommt später noch ein Lichtband rein, hier vorne, weil das dichtet nicht ganz ab, also kann da auch ewig so ein kleiner Zug rauskommen, Luftzug, und deshalb habe ich jetzt erstmal noch nichts aber weiter unternommen. Wie gesagt, ich will ihn ja noch neu furnieren oder bekleben, und da braucht man den jetzt erstmal nicht ganz abdichten. Das mache ich dann zu guter Letzt, wenn alles soweit fertig ist. So, wir nehmen unsere Schrauben mit den Unterlegscheiben, die dabei sind natürlich noch, und setzen hier mal an. Jetzt muss man sich natürlich selbst merken, wo ist der Anschluss. Also es ist unten rechts habe ich den Anschluss jetzt sitzen. Na, ich hätte mir noch ein paar Unterlegscheiben dazu holen sollen. Die originalen sind nämlich auch kaum noch vorhanden. Aber wir nutzen die jetzt erstmal, die wir noch dabei haben. Wie gesagt, es ist ja noch nicht fertig. Und es gibt ja dann noch einen zweiten Teil, wo ich dann euch zeige, wie der Rest noch gemacht wird. Im Grunde ist eine schnelle Nummer, wenn man ungefähr so einigermaßen weiß, wie es funktioniert. Aber wie gesagt, deshalb habe ich den Video gedreht, oder das Video, um euch das so ein bisschen mal nahe zu bringen. Der eine oder andere guckt ja doch ganz gerne mal rein. Wie gesagt, ich gucke ja nun auch bei YouTube zwischendurch rein, wenn ich was nicht weiß. Das gibt manchmal wirklich so gute Sachen, wo man sagen muss, okay, das kann ich echt gut annehmen. Und sowas mache ich dann natürlich auch. Ich stöber da auch drin rum. Also hier bin ich auch nicht ganz so zufrieden. Die Schrauben sind auch schon ganz schön ausgenudelt, oder zumindest das Holz da drin. Da werde ich wohl dann später noch eine neue nacharbeiten. Ja, im Grunde ist er bereit. Das ist ein passiver, kein aktiver.
Ich lasse allerdings, ich habe eine Sony-Anlage oder einen Sony-Receiver mit sehr gut Wumms hinter, wo ich die Bassbox mit drüber steuere, aber jetzt kommt noch dazu, ich habe eine Endstufe von deinem Auto, ich weiß jetzt nicht, wie viel Watt die hat, ich glaube an die 250, 300 Watt. Und darüber wird er angesteuert. Also von der Anlage zur Endstufe, von der Endstufe hier rein. Also im Grunde wie nicht passiv, sondern aktiv. Ne, also nur eben verändert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nimmt es mir nicht krumm, wenn ich so ein bisschen mal daneben war. Aber ich denke mal, das ist ganz normal. Soll auch ein bisschen lässig sein. Und vielleicht könnt ihr eben, wie gesagt, auch was anfangen damit. Ich hoffe es. Guckt es euch an. Lasst vielleicht mal ein Like da, würde ich mich drüber freuen. Oder vielleicht sogar auch mal ein Abo. Ich bin noch ganz am Anfang und würde mich darüber freuen. Dankeschön.